Hallo und herzlich willkommen auf Parkaktuell TV. Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf der Leipziger Buchmesse, explizit auf der Manga Comic Con. Schauen uns da ein bisschen um, werden Interviews führen, die Stände begutachten. Und das werdet ihr jetzt in mehreren Videos sehen. Dies hier ist das erste Video, die nächsten Folgen noch. Ich stehe jetzt hier gerade auf der Manga Comic Con bei den lieben netten Leuten von KSM Anime. Einmal dem Erik. Ja, hi. Und einmal dem Tobias. Hallöchen. Und da habe ich natürlich auch mal ein paar Fragen vorbereitet. Was habt ihr uns denn so Feines auf die Buchmesse mitgebracht? Beziehungsweise was findet eventuell um die Buchmesse noch statt? Ja, also mitgebracht haben wir an Neuheiten erstmal die April-Neuheiten Noragami Aragoto Volume 2 und Gintama Volume 1 auf Blu-ray und DVD. Dann sind natürlich die März-Neuheiten dabei. Generell alle Neuheiten seit Dezember bisher, also seit der Konichi bis jetzt, sind alle Neuheiten dabei, die noch nicht auf einer Messe dabei waren, die sind mit. Um die Leipziger Buchmesse herum eigentlich gar nichts, aber in der Leipziger Buchmesse findet statt heute unser KSM Festival, KSM Anime Festival. Um 16.30 Uhr haben wir dieses Question and Answer Panel mit Nino im Kino im Sinister Leipzig. Das findet statt. Dann um 19.30 Uhr laufen zwei Naruto-Filme, die noch nie im Kino gelaufen sind bei uns auf Deutsch. Also Naruto Shippuden The Movie 4, The Lost Tower. Und Movie 5, das ist Blood Prison, die laufen in deutscher Synchro-Premiere hier nur in Leipzig über den Manga Comic-Con. Dann ja, zwei größte Kinosäle sind nur dafür gebucht, exklusiv, also es läuft kein anderer Anime dort. Also das Sinister hat uns die Räume zur Verfügung gestellt, finden wir ganz super. Die haben sich auch sehr gefreut, dass wir mit denen da so eine Kooperation machen wollen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ganz, ganz viele Leute kommen, ja. Genau, und ansonsten findet am Samstag statt unser KSM Anime Panel auf dem schwarzen Sofa hier hinten. Da kündigen wir dann vier neue Lizenzen an und das Digimon Tri Film 1 Startdatum fürs Kino, weil das jetzt ja danach kommt. Also Digimon Tri Film 1 wird am 21. Mai ins Kino kommen. Kinoliste und Vorverkaufsstart und alles kommt Mitte April ungefähr, das haben wir jetzt noch nicht. Aber das Startdatum ist dann schon mal 21. Mai. Die Lizenzen werden sein, also es ist das Naruto-Spin-Off, Rock Lee, Sky Wizards Academy, Rakudai no Kishi, also Chivalry of the Failed Knight haben wir und Akagami no Shirayuki Hime, das ist Snow White with Red Hair. Das werden wir ankündigen hier. Ansonsten findet dann am Samstagnachmittag später statt, um 15 Uhr, unsere Autogrammstunde hier am Stand mit Patrick Keller, ist der Sprecher von Arata, heißt er glaube ich, aus Trinity 7 und Logi aus Atelier SK und Logi und Jakob Weigert, das ist Gintoki aus Gintama. Die sind um 15 bis 16 Uhr hier für eine Autogrammstunde und um 16 bis 17 Uhr im Workshopraum 2, der ist da hinten irgendwo, das muss ich auch noch genau evaluieren, wo der ist. Ja. Da findet dann unser Synchro-Panel statt. Das ist eine ganz kleine Runde, da passen nicht viele Leute rein. Aber wir wollten mal die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass die Leute sich ein bisschen mit den Leuten unterhalten können. Wie ist Synchro? Wie war die Synchro bei Gintama gerade? Weil das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und das findet dann da statt, in so einem Workshop-Raum, zwei eine Stunde lang, so eine kleine Diskussionsrunde, wo jeder dabei sein kann, der da reinpasst in den Raum. Genau. Und ansonsten war es das schon mit unserem Programm auf der Leipziger Buchmesse. Wir haben dann halt hier unseren Stand, wo man halt alles kaufen kann, mit uns sprechen kann, auch Fragen stellen kann. Ansonsten sind wir hier und verleben die Tage. Ja. So. Und natürlich nicht zu vergessen, wir haben ja auch noch unsere sechs Cosplayer dabei, die für uns hier so quer über die Messe laufen, machen ein bisschen Promotion für unser KSM Anime Festival, also das Kinofestival, verteilen ein paar Poster und so weiter und so fort. Haben natürlich dann auch noch bei uns am Stand immer mal wieder Präsenzen, also Fotos können auch gerne natürlich mit denen gemacht werden. Wir sind auch echt froh, dass wir da so viele gekriegt haben, also sechs Cosplayer, die alle natürlich Cosplays aus unseren Serien oder von unseren Lizenzen haben. Ja, das war es eigentlich so. Das ist so das Rahmenprogramm, was wir uns so ein bisschen ausgedacht haben, ja, für die MCC. Okay, wie sieht es denn eigentlich mit der Serie Tales of Zestiria the Cross aus? Steht da schon ein grober Release-Zeitraum fest? Wird die zweite Staffel auch kommen? Und ganz wichtig, wird der Prolog, die Episode 0, auch synchronisiert werden? Also ich weiß nicht, also ich sag's jetzt einfach mal, weil es ist eigentlich kein Geheimnis. Also Tales of Zestiria the Cross haben wir komplett, also Staffel 1 und 2. Und auch der Prolog, der wird auch kommen. Staffel 1 und 2 natürlich dann so, wie man bei uns die Staffeln kennt. Der Prolog einzeln, wie bei Girls and Panzer jetzt quasi die OVAs, der kommt dann einzeln. Weil der darf lizenzrechtlich einfach nicht mit in die Serie. So ganz einfach ist das. Das kommt aber alles und Start ist voraussichtlich Anfang 2018. Wann genau und ob es dabei bleibt, wissen wir noch nicht, weil das ist noch Zukunftsmusik.
aber halt für den Plan steht er da drin. Genau. Wie ist denn das Feedback der aktuellen Kino-Events, die jetzt schon stattgefunden haben? Also, ich sag mal, jetzt in der jüngsten Vergangenheit hatten wir Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Das war, sag ich mal, ein bisschen schwierig zu Beginn in der Verhandlung mit den Kinos, weil die haben gesagt, ab 2017 wollen sie Eventstarts wirklich nur noch als eintägiges Event machen. Das war jetzt zum Beispiel 2016 noch was anderes. Da konnte man direkt 2 oder 3 Screenings buchen. Ja? Und jetzt sagen sie, nee, das soll ein Event sein, nur ein Tag. Deswegen haben wir uns eben diesen, den 12.3. ausgesucht, einen Sonntag, damit wir so viele Leute wie möglich natürlich an einen Tag reinkriegen können, weil samstags müssen auch wieder Leute arbeiten, deswegen haben wir gesagt Sonntag. Ja. So, und da war die Resonanz extrem gut. Ja. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Besucher, sodass sich dann auch ein Großteil der Kinos, ich glaube es waren dann nochmal ungefähr die Hälfte, der Kinos haben sich dann nochmal für ein zweites Screening entschieden. Also das ist nie ausgeschlossen, auch bei den neuen Events, also bei dieser neuen Eventform, dass es weitere Screenings gibt. Nur das erste muss halt richtig gut laufen, weil wenn die Kinos sehen, oh, da kommen wirklich ganz, ganz viele Fans rein und die wollen unbedingt da rein und dann zeigen die ihn auch noch ein zweites Mal. Der zweite Screening-Tag war natürlich nicht mehr so gut besucht, das ist klar, weil das einfach der Tatsache geschuldet ist, dass viele eben vorher einfach nur wussten, okay, der läuft nur an einem Tag, also sind die da reingestürmt. Ja. Haben die Kinosäle voll gemacht. Der Vorverkauf ist extrem gut gelaufen. Wir hatten dann ja noch diese Promotion mit der Golden Secret Rare Obelisk-Karte und so. Da gab es ja ein paar Probleme, aber naja, will ich jetzt hier nicht näher ausführen. Ich glaube, in Social Media ist das durchaus bekannt, wie da der Stand der Dinge war. Ja. Also wird es in Zukunft weiter solche Events geben? Ja, auf jeden Fall. Also wir, Digimon steht ja natürlich, ja, da haben wir die 3 Filme. Den ersten haben wir jetzt schon vom Startdatum angekündigt. 2 und 3 wird dann auch noch zeitnah stattfinden. Ja. Und dann haben wir ja noch einen Film für dieses Jahr so in Planung. Ja, ich glaube noch einer. Und das war es dann auch. Erstmal, ja. Weil wir wissen auch nie immer so ganz genau, schaffen wir es vielleicht nicht doch noch so ein Event zu machen oder können wir noch irgendwo eins reinquetschen. Nur, was man auch sehen muss, ist, dass im Moment sehr, sehr viel Anime im Kino läuft. Also auch von unseren Kollegen von, keine Ahnung, Kase, Peppermint und whatever. Die bringen ja auch natürlich Kinofilme. Und die Kinos sagen da schon so, wir wollen da aber nicht jetzt 2 Wochen hintereinander Anime-Events haben. Ja, das wollen die von sich aus nicht, weil die denken, dass sie dann natürlich nicht so viele Karten verkaufen. Ja, deswegen lassen die immer so ein bisschen Platz dazwischen und ja, mittlerweile muss man da auch schon lange im Voraus planen. Okay, dann bin ich mit meinen Fragen eigentlich durch. Bedanke mich für die Beantwortung und wünsche noch eine schöne Rest-LBM. Ja, vielen Dank. Dasselbe wünschen wir auch. Ebenso, ciao. Danke.